Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Echo. Steinigt mich bitte nicht, ihr seht, wie es hier aussieht. Ich konnte es wieder nicht lassen. Ich wollte nur kurz mal den Kellerabgang machen und ein bisschen die Wände, ja, minimal austauschen gegen die Steine, also gegen die Ziegel. Ist ein bisschen heftig geworden. Hä, warum macht die Tür kein Geräusch? Okay. Und warum fliegt hier ein Schmetterling durch meine Steine durch? Sehr seltsam. So, ich wollte eigentlich nur hier draußen den Weg ein bisschen weitermachen. Da bin ich auch so bis hier so gekommen. Ja, hier sind dann, ist dann die Erde durchgefallen. Denn da kommt der Keller. Und das hier ist übriges Holz. Das habe ich hier mal so ein bisschen auftrapiert. Und ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur ein paar Wände hier noch so ein bisschen beziegeln und jetzt sind es doch ein paar mehr geworden. Aber naja, ihr habt nicht allzu viel Spannendes verpasst, so spannend war es nicht. Ja gut, die Fenster habe ich auch noch geändert nochmal. Ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht zufrieden mit den Fenstern. Die mit dem Rahmen, die gefallen mir auch nicht so. Und die hier, die sind auch nicht so das Wahre. Denn man sieht hier die ganzen, die Steine, die Löcher von den Ziegelsteinen. Naja. Wie gesagt, ich bin mir da noch nicht so im Reinen. So, aber wir können mal den Hammer reparieren. Schwuppdiwupp. Oh. Naja. Hier, ne? Jetzt aber. Ja, wunderbar. Schaufeli kann ich auch mal eben schnell reparieren. Und die... Ach, halt, da brauche ich... Das ist die Eisenaxt, da brauche ich Iron Ingot. Ja, da kommen wir hoffentlich auch bald dazu, die Schmelzerei zu machen. Die Gießerei. Ich dachte gerade, was ist das denn? Die Fenster sehen sehr komisch aus bei Nacht. Naja, auf jeden Fall soll das hier der Kellerabgang werden. Und wie man hier sehen kann, geht's hier schon in den Keller runter. Also das war hier die eine Leiter nach unten, also beziehungsweise die Rampe, die schräge Rampe. Und ich glaube, wir werden da noch einige Stufen brauchen. Aber so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Solche Stufen hier. Und dann halt so podestmäßig immer weiter. Und das hier wird dann der Aufgang nach oben. Ist, ja, auch noch nicht ganz fertig. Und da, oh, geht die Sonne auf? Ja, die Sonne geht auf, schön. Oh. Hier habe ich dieses große Fenster, da will ich gern noch mehr so große Fenster dann machen. Ich musste hier natürlich alles neu sortieren, hier die Kisten, die hier rot angezeigt werden, placed on solid ground. Funktionieren zwar irgendwie, also ich kann trotzdem hier was reinlegen. Also geht, aber, ja, leuchten. Als irgendwie falsch. Keine Ahnung. Weil die aufeinander stehen wahrscheinlich. Aber ich werde die dann eh alle, also, ja. Hier wird eh alles umgeräumt. So, also gut. Ja, falsche Taste. Hier haben wir jetzt noch ein paar Steinchen. Glas haben wir nicht mehr so viel. Steine habe ich einige gemacht. Und auch einiges an Steinen noch unten rausgeholt. Ach ja, das kann ich euch auch mal eben zeigen. Aus meinem Bergbau. Was wollen denn die Viecher hier? Geh mal weg. Das stört den überhaupt nicht. Okay, gut. Der latscht hier durch meinen Grund und Boden. Und stört sich nicht mal an mir, wenn ich mit der Axt in der Hand komme. Harter Bison. Ja, hier habe ich mir noch eine Rampe hingezimmert. Hier war sehr viel Stein drin. Da ist auch noch mehr Stein da hinten. Und sehr viel Gold, ihr seht's, und Stein, und ja, das ist hier quasi so ein bisschen, hier hat's nochmal Stein, da liegen sogar noch welche rum. Stein, Gold, Kupfer, hier habe ich mich auch kräftig reingegraben. Hier liegt auch noch Stein, alles liegt noch rum. Ja. Ist aber in Ordnung, denn wir müssen noch ein bisschen Stein machen. Was, jetzt steht er hier rum? Ach, okay, jetzt hat er mich entdeckt. Und rennt dann mal davon. Also so sieht das Ganze jetzt von außen aus. Bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden.
Aber ich hätte natürlich gern Zement. Zementhaus. Aber Zement. Skillbuch. Zement, dazu brauchen wir Eisen, Lumber und Brick. Brick haben wir schon. Lumber, Sawmill. Crafted at Sawmill. Was ist eine Sawmill? Ist das hier eine Sawmill? Nein, das ist ein Carpentry Table. Wagner. Wainwright Table. Tailoring Table, den haben wir ja. Windmill. Water Wheel. Und Strohbett. Wo gibt es denn die Sawmill? Metzgertisch. Butchery Table, ja gut. Hier vielleicht. Carpentry Table, Fishery, Masonry, Reparatur, Research, Lager, Treue, Geschäft, ja, Geschäft, Store, Holzhacke. Oh, die brauchen wir dann auch noch. Und könnte ich eigentlich mal vielleicht mal eine machen. Huch, das geht ja schnell. Und dann auch mal Werkbank. Haben wir auch schon. Landwirt-Tisch. Weil wir dann ja auch bald irgendwann mal was einpflanzen wollen. Aber so weit sind wir noch lange, lange nicht. Wo ist dieser? Ich kapiere es nicht. Zement. Brick. Crafted at Kiln. Crafted at Sawmill. Sawmill used to saw wood into lumber. Crafted at Anvil mit einem Sawmill Recipe. Bookshelf Recipe, Kitchen Recipe. Kitchen, oh, da gibt's eine ganze Küche hier. Ach hey, das kommt ja immer. da kommt immer eins nach dem anderen. Large Hanging Lumber Sign. And seven more recipes. Kitchen, small hanging lumber, shelf cabinet. Oh, Bücher. Ein Buch, Dingens Schrank. Und ein wooden fabric bed. Cool. Requires a lumber 1. Aber wo kriege ich die Sawmill her? Requirements. 18 Trier, was? 18, must be contained with the room. Crafted at Anvil. Und der Anvil? Crafted at Bloomery. Na, komm schon. Bloomery am Kiln. Ach, der Bloomery ist der kleine Brennofen. Ah, okay, gut. Also mit dem kleinen Brennofen. Mit dem Bloomery, ja, genau, kriegen wir dann den Anvil und mit dem Anvil können wir die Sawmill und mit der Sawmill den Lumber. Ach je. Tier 2, was auch immer das Tier 2. Aber wir brauchen eh den Iron Ingot, also brauchen wir sowieso die Bloomery. Also ohne dieses Töpfergerät. Töpfergerät, nein, ohne dieses, ja, diesen kleinen Brennofen. Da, Rennofen, den kleinen Rennofen, ohne den Bloomery. Ah, hier, Anvil Recipe. Okay, gut. Gibt's dann auch noch keinen Zement. So, also gut, dann können wir also hier getrost weiter bauen. Fällt das runter? Nö, gut. So. Und dann, gibt's ja keine Musik mehr heute? Seltsam. Mach ich mir meine eigene Musik. La 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 la. Hier? Ist das richtig? So? Ih, nur eins gehabt.
Aber jetzt kann ich das ja hier wieder flimmen. Genau, ich will da nichts drunter haben. Ich will da Kisten und sowas drunter stellen. Sachen. So, so soll die Treppe. Naja. Irgendwie sieht das komisch aus. Anders rumdrehen geht nicht, ne? Schade. So, falsch rum. Also upside down quasi. Dann hätte ich es genau in die andere Richtung. Oder fülle ich es doch aus mit Blöcken. Aber hier könnte ich theoretisch noch was drunter stellen. Oder mache ich da mit Holz was? Holz hätte ich ja genug. Naja gut, ich kann hier erstmal... Ach, wo habe ich eigentlich die Erde hingetan? Ach, genau, ich habe ja hier, habe ich mir den Wagen hingestellt. So, ja, es, ja, hier, so. So, dann machen wir nämlich hier mal weiter. Hoch. Und, nee, ich muss jetzt gerade überlegen, was ich nebenher laufen lasse. Also an den Gerätschaften. Das Gras habe ich doch aber auch mal weggemäht hier alles. Und ganz schön heftig wieder. Oh, Musik schön. La, 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 la. La, la, la. Ja. Also ich brauche sowieso noch recht viel Stein für die Wege. Und innen im Keller will ich auch alles mit Stein auskleiden, denn wenn wir einen Schmelzofen bauen, haben wir Schlacke, giftige Schlacke, die anfällt. Und die müssen wir in einem mit Stein ausgekleideten Keller konserviert quasi verstecken. Also quasi wie Atommüll einlagern. Hoch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen umständlich hier. Da wäre es einfacher. Huch, wenn ich hier irgendwo... Ah, das bringt auch nichts. Dann liegt es da unten. Raus muss es so oder so. Ey, geh weg da. Du Bison, du. So, hier kann ich auch mal schon mal... Um da dann gleich einen Stein reinzusetzen. Ach so, ja genau. Dann sollte ich mal... Stein produzieren. Habe ich überhaupt Stein? Lass mal schauen. Aufzug, Kohlelager, Steinmetzlager, Steinlager. Oh, ja. Steinlager leer. Das heißt, ich brauche hier eigentlich gar nicht weiter graben, großartig. Das hier kann ich vielleicht noch. Wollte ich eigentlich auch noch zwischen den Aufnahmen machen. Oh, hier weiter schaufeln, aber dann hätte ich noch mehr gemacht ohne euch. Und ich will auch nicht zu viel ohne euch machen, das ist ja dann auch wieder... Da seid ihr dann vor vollendete Tatsachen gestellt, das ist ja auch nicht so der Hit. Kann ich nicht hier irgendwo... Das Lagern, das bringt auch nichts. Das ist ja hier. Ich muss sowieso in die andere Richtung rüber dann. Oder? Hier runter? Nein, dann hier runter. Ach so, ja, das wird eh dann kompliziert. Ich weiß gar nicht, wo ich dann rauskomme. Oder rauskommen will, oder keine Ahnung. Was überhaupt irgendwie. Naja, gut, jetzt fülle ich mal eine. Eine Schubkarre voll mit Sand, mit Erde, dass es sich überhaupt lohnt.
Und dann gehe ich wieder auf Steinjagd, denn für die Steine brauchen wir ja Steine. Also für die Bausteine, sage ich mal. Für die hier, die geklebten aus kleinen Stücken Steine, brauchen wir richtige Steine. Oh Mann, das ist ein Gelaufe hier. Kann ich hier, das sind auch zwei, oder? Das hier sind zwei breit und das hier sind zwei breit. Dann würde es hier quasi schon runtergehen. Ich glaube, dann brauche ich gar nicht so weit raus. So weit rausgraben hier. Das heißt, hier wäre noch das da. Und dann wäre... Ach nee, dann bin ich ja schon unten. Ja, das ist schwierig. Da bräuchte ich jetzt ein paar Steine zum Vergleichen. Beziehungsweise einfach schon mal zum... Den hier, den kann ich ja mal reinklopfen. So, du wirst aber ein so einer. So einer. Plumps. So, und dann geht's hier runter. Oh Mann, da bin ich gespannt, ob das was wird. So, aber jetzt müssen wir erstmal hier noch Steine holen. Ja, das bringt nichts hier weiter zu schaufeln, wenn ich nicht weiß, wohin ich schaufeln muss. So, das heißt, die Erde erstmal loswerden hier. Ich glaube, die schmeiße ich wieder da drüben über Bord. Ich muss eh da hinten hin, um da ja die Steine weiter zu schürfen. Ja, da rennt's der Fuchs, wa? Ey. Diese Viecher teilweise, nicht? Naja, so ist es halt. Ist alles nicht so einfach. Und das wird sich, glaube ich, alles ziemlich lang noch ziehen. So, schwupp. Wo schmeiße ich das Zeug hin? Hier kann man noch ein bisschen auffüllen. So, da ist noch mal eine drin wahrscheinlich. Ja. Ah, vier Stück noch, okay. Die kann ich auch hier hin. So. Und dann geht es ans Gehacke. Komme ich an die da ran überhaupt? Nö. Ah, doch, da. Aber an die da nicht mehr, oder? Nee. Da liegt noch einer, an den müsste ich rankommen. Nein? Aber an die komme ich ran. Und hier kann ich mich noch durchhämmern. Hier komme ich auch nicht mehr rein. Ah, verdammt. Das ist immer echt blöd teilweise, wenn man da nicht bis nach hinten durchkommt. Hier liegen auch noch welche. Da komme ich auch nicht ran. Müsste ich hier Gold abbauen. Und dazu müsste ich erst wieder die anderen loswerden. So. So, okay. Dann nehme ich halt eben mal schnell das Gold hier und hau das hier hin. Jetzt komme ich ran. So. Oh, es wird schon wieder dunkel. Hier ist auch wieder blöd ranzukommen. Müsste ich auch zuerst mal hier wegschaufeln. Ah komm, also da, nicht mal da kommt der ran. Mann. Das ist einmal den Arm lang machen. Ah. Da muss ich dann die Schaufel rausziehen, aber die Schaufel, ich kann nicht schaufeln, während ich... Dann habe ich nämlich hier automatisch Stein drauf. Also ich muss zuerst alles ablegen und dann kann ich erst schaufeln. Naja,
wollte ich mir halt die noch hier. Schubdiwupp. Also wir sehen, wir haben hier schon ganz schön viel Stein. Huch, aber jetzt ist mir auf den Fuß gefallen. Schmerzhaft. Aber wir haben jetzt Stahlkappen, man sieht's. Oh, man sieht's gar nicht. Okay, wir haben überhaupt keine Schuhe, beziehungsweise wir haben nicht mal Füße. Aber aus der Third Person sieht man's. Die ich jetzt aber nicht anmache. Ah, Ohr juckt. Unterm Kopfhörer. Unterm... Ja, doch, Kopfhörer. So. Dann hole ich mir... Ach, hier liegen auch noch welche. Eins. Einer. Nicht eines. So, zack, zack, zack. Hol ich mir das auch noch ein bisschen hier. Komm schon. Ja, gib's her. So. Den Schubkarren machen wir kurz voll und dann gibt's eine Folgenpause. Weil es sind auch schon wieder 20 Minuten. Und ich habe gemerkt, mit den 25 Minuten Folgen ist es ja, so eine Sache. Aus 25 werden gern 45. Und das geht im Moment gerade nicht. Weil vorproduzieren für Frühschichtwoche. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Mann, 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 da kommt er jetzt wieder nicht ran. Da kommt er auch nicht ran. Ah. Aber hier doch, oder? Unfassbar, was hat der für kurze Arme, der Kerl? Okay, schon voll. Wir bräuchten eine Hackverlängerung. Aber dann würde er es wahrscheinlich auch nur hacken können und nicht rausziehen. Aber jetzt muss ich halt ein bisschen schaufeln mal. So, hier liegt nämlich auch noch was. Aber wohin nur mit der ganzen Erde? Oh Mann. So viel Erde immer. Rennt man hier auf einer, auf diesem Erdenrund. So, und jetzt ist nämlich auch schon wieder vorbei mit Schaufeln. Jetzt habe ich da schon wieder Steine drauf. Aber die kann ich ja theoretisch mal hier hinlegen. Und dann hier ein bisschen schaufeln. Und das ganze Zeug dann hier hinschaufeln, oder? Oder da drüben hin. Ist hier noch Erde, Stein drunter? Ist das hier Stein? Nee, das ist Gold. Okay, das kann man einmauern, das ist kein Problem. Denn Gold haben wir bisher noch genug. Und wenn nicht mehr, wissen wir ja wohl was finden. Nämlich hier in der Mine. Gut versteckt. Wieder zugeschüttet. So, draußen herrscht die Nacht. Und ich bin hier drin am Gold verstecken. Schwuppdiwupp. Ah, hier kann ich noch zwei, drei Stück unterbringen. Weil Mr. Kurzarm ja nicht rankommt an den Stein. So. Zack. 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 Ja, jetzt ist doof. Weil da muss ich hin. So. Ich wollte eine Folgenpause machen. Deswegen schnappe ich mir jetzt Stein, Stein, Stein. Stein um Stein, so muss das sein. Kling, 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 kling.
Ah, na so. So. Ja, komm, den. Hauen wir noch kurz klein. Liegt hier noch? Komme ich da noch ran? Ja, da komme ich auch noch ein bisschen ran. Not enough room in inventory. Mister, your inventory is full. Please do a bisschen what weg of this. And here is auch full. Was? 2, 4, 6, 70, 74 nur. Nein, 518. Kann nicht sein. Zack. Ja, siehste, geht doch noch was rein. Da geht doch noch was rein. So. Wenn ich schon hochfahre. Beziehungsweise. Folgenpause macht, dann wenigstens mit einer vollen Schubkarre und den Taschen voll. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Huch, da fliegen sie mir schon entgegen auf die Füße wieder. Ein Hoch auf die Stahlkappen. So. Wir können hier noch ein bisschen kosten. Per das Zeug. Schon wieder 26 Minuten. Gibt's da nicht. Ah, seht das nämlich. Ich wollte eine 20-Minuten-Folge machen. Und schwuppdiwupp sind schon wieder 27 Minuten. Obwohl ich nur 20 Minuten machen wollte. Und deswegen werden aus 25 Minuten Folgen immer 45 Minuten. Und das geht so nicht. Das ist zu lang. Das ist, da kriege ich in meiner kurzen Zeit abends nicht genug Folgen hin. Da geht ja nicht. So, das war die Fuhre. Hey. Mein Gold. Ksch. Weg. Hui, der kann aber springen. So, einmal umdrehen und wieder nach oben. Oh, da ist der Mond. Wo ist der Asteroid? Der Meteorit. Ist nicht zu sehen. Den habe ich ja auf 365 Tage gestellt. Oder habe ich den mittlerweile ausgemacht? Weiß ich gar nicht. Denn ich glaube kaum, dass ich... Nee, ich habe den nicht ausgemacht. Ich habe den auf 365 Tage gestellt. Der müsste irgendwo sein. Ich glaube zwar nicht, dass ich so lange spielen werde. Ein Jahr vor allem. Ich dachte, der Server läuft weiter. Aber wenn ich den Rechner ausmache, dann ist natürlich auch der Server aus. Denn der Server ist in dem Fall mein Rechner. Da ich ja nicht auf einem anderen Server bin, sondern tatsächlich selber auf meinem Rechner quasi einen Server hoste. Und da sitzt ein Häschen. Schön auf dem Ding drauf. Hihi, lustig. Ja, gut. Ich fahre noch schnell hier hin. So. Und dann klatschen wir hier mal noch kurz so die Steine rein. Steinlager. So, Aufzug oben, gleich runter in Steinlager. Und wo ist meine Karre? Draußen Karre. Wo ist Steinlager hier? Hä? Oh, ist drüber. Das wollte ich nicht. So. Und jetzt kann ich das nämlich von hier aus direkt unten ins Steinlager reinziehen. Bravissimo. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Folgepause. Sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Echo. Echo. Und dann mal schauen, wie es noch weitergeht mit dem Kellerabgang und dem Steingesammle. Bis dahin, meine Freunde, macht's mir gut. Ciao. Tschüssikowski. Tschüss.